Und da sind wir wieder zurück. Ich habe ein bisschen gefuttert, ich habe ein kleines Päuschen gemacht und jetzt sind wir definitiv bereit, den Mars, ich will nicht sagen zu erobern, sondern ihm Leben einzuhauchen. Mal gucken, wie der aktuelle Stand ist. Wie gesagt, die Kolonie, die ist noch, oder die Kuppel, ist noch nicht bewohnt. Da müssen wir zuerst noch eine Passagierrakete von der Erde losschicken. Ich wollte nur, genau, hier das Allergieproblem wollte ich vorher gelöst haben. Weil ich lieber ein bisschen Energie speichern möchte, anstatt hier immer auf Spitz auf Knopf hier zu wirtschaften. Können wir mal ein bisschen laufen lassen. Okay, das wäre der nächste große Spiegel. Haben wir denn noch? Okay, die müssten wir bauen. Beton sieht noch gut aus. Warum braucht man Beton für ein Windrad? Vielleicht fürs Fundament, wow. Das kann natürlich sein. Oh. Können ja gerade mal schauen, wie das mit dem Strom aussieht. Naja, eigentlich produzieren wir einen Überschuss an Strom derzeit. Jetzt macht die Batterie. Die ist eigentlich auch ganz gut geladen. Wieso ist denn weniger als 3 Sols? Ja gut, aber das heißt doch eigentlich, dass wir jetzt nicht wirklich einen Mangel haben. Ich könnte sogar fast noch eine zweite Batterie hinzuschalten. Aber auch kaufen müssen, den können wir nicht, weil mir das Polymer fehlt. Okay, alles klar. Wisst ihr was, Freunde? Wir werden jetzt unsere erste Passagierrakete auf die Reise schicken. Sektor scanned. Und gerade mal gucken, ob wir noch weitere Sektoren zum Scannen haben. Nur noch das eine hier, okay. Dann würde ich fast sagen, dann machen wir mal im Uhrzeigersinn weiter. Machen wir die 3. Da wird mich hier nach Rohstoffen und anderen Erzeugnissen gescannt, die wir dann wiederum nutzen können. Was ist hier los? Fehlfunktion. Eines deiner Gebäude hat eine Fehlfunktion. Fehlfunktionen werden durch fehlende Wartungsressourcen oder Umweltgefahren ausgelöst. Sie können von Drohnen repariert werden, wenn die benötigte Wartungsressource im Gebiet verfügbar ist. Ja, mach doch. Wie wird das denn nicht automatisch repariert? Ach, uns fehlen Maschinenteile. Alles klar. Ich dachte, die Zahl wäre... Ja, okay, jetzt verstehe ich. Oh oh. Nachschubanzeige. Wähle eine Lastrakete aus und belade sie mit den gewünschten Vorräten, bis die Kapazität erreicht oder die verfügbaren Geldmittel aufgebraucht sind. Solltest sorgfältig planen,
da die nur eine beschränkte Zahl an Raketen zur Verfügung steht und Reisezeiten entscheidend sind. Von 3, okay. Es ist eine Nachschubkapsel eigentlich. Aber erstmal eine Passagierrakete. Hier ist jetzt wichtig, ihren guten Start zu erwischen, weil die ersten Kolonisten werden auch die Gründer genannt. Das sind also die allerersten, die Fuß fassen in unserer Kuppelstadt. Und die sind letztendlich auch entscheidend, ob dieses Projekt weiterhin Früchte tragen wird. Die Passagierrakete bringt Kolonisten eine minimale Menge an Nahrung zum Mars. Hebe einen Ankömmling hervor, um dir seine Eigenschaften anzusehen. Und ich werde hier dann auch die, wenn wir es mal komplett hier rausnehmen. So, und ich werde jetzt mit Filtern arbeiten. Fangen wir mit der Altersgruppe an. Also Kinder, klar, sind nicht erwünscht, Senioren genauso wenig. Eigentlich hätte ich gerne 33 und 62. Ich hätte gerne Erwachsene in der ersten Passagierrakete. Auch im Hinblick darauf, dass ich mir hoffe, dass die auf lange Frist auch Nachwuchs zeugen. Also ich hätte auch keine Jugendlichen und keine im mittleren Alter. Immerhin haben wir ja dann immer noch 33 Kandidaten und 12 Plätze haben wir in der Rakete. Das mal eben kurz hier soweit minimieren oder schließen. So, dann Spezialisierung. Ich will auf jeden Fall Spezialisten an der ersten Rakete haben, heißt also, die keine Spezialisierung haben, die nehme ich schon mal von vornherein raus. Und ansonsten, die können alle mit dabei. Geschlecht, eigentlich nur, was auch immer anderes Geschlecht bedeutet, ob wir jetzt von dem Transgender, die, wobei die können dann wahrscheinlich kein Nachwuchs kriegen, also ich will in der ersten Rakete am besten ein ausgewogenes Verhältnis, was auch hier danach aussieht, zwischen Männlein und Weiblein. Schwächen, da will ich auf jeden Fall Auswahlkriterien haben und da möchte ich auch Dinge auch anklicken. Das ist schon mal gut, hier chronisch krank, Feigling, Alkoholiker will ich auch nicht dabei haben. Spieler würde ich noch tolerieren. Viel Spaß. Hypochonder, Idiot, Einzelgänger, faul. Ölsoße. Ich finde den Rest jetzt nicht so mega schlimm. Das ist mal hierbei. Promi generiert beim hohen Komfort Geldmittel. Bewerber mit mehreren gewünschten Eigenschaften gehen an Bord der Rakete. Sehe ich jetzt hier nicht, dass ich das unbedingt. Gut, Genies wäre natürlich nice, wenn wir sowas hätten. Also ich würde sagen, wir belassen es mal hierbei. Alle Eigenschaften sind erstmal gewünscht. Also alle Stärken. Tourist arbeitet nicht. Gewährt bei der Ankunft Geldmittel. Ja, das können wir als erste. Als Gründer können wir sowas gar nicht gebrauchen. Das ist schon richtig, dass es hier soweit vor uns voreingestellt ist. Passende Bewerber 23, heißt also, er hat die Filter da soweit genommen. Jetzt will ich mal als erstes die Frauen nehmen, die Frauen auswählen, die dabei sein werden. Weibliche Erwachsene, Geologe,
Gamer, Melancholiker. Weiblich Spieler, Überlebenskünstler. Botanikerin, fit. Die hat nur eine Stärke. Achso, jetzt haben sie... Ich will die Auswahl ja selbst treffen. Ich nehme die erstmal mit hinzu, weil die keine Schwächen hat. Am besten wäre 6-6, Verhältnis von 6-6. Strapazierfähig hat auch keine Schwächen. Die hat eine Schwäche. Chantal. Ach, viel Spaß und Veganer. Nein, danke. Adelheid Jäger. Was ist denn? Tina wollten die bestimmt schreiben, nehme ich mal an. Das wäre dann die dritte. Susanne. Cecilia Alexis. Spielerin hat ja soweit geduldet. Gucken wir was Besseres finden. Konstanz. Nö. Chloe. Viele Botaniker auf jeden Fall. Ich glaube, für die Hydrokulturanlage brauchen wir, glaube ich, 2 pro Anlage. Ja, das war super okay. Jetzt haben wir 4. Die ist religiös. 2, 5. Chantal, Ilfras Veganer. Ilfras Promi. Prominente Medizinerin. Okay. Oh, weiß ich nicht. Ich behalte mal Hinterkopf. Adelheid Jäger. 2 Nachteile. Der hat sogar 3. Männlich, weiblich, Susanne. Gamer, Melancholiker. Biologin. Wir haben Botaniker, wir haben Wissenschaftler. Sexy hörte Geburtenrate. Ach, wie gut. Auch Botaniker. Ich glaube, ich nehme die Medizinerin. Wo war sie? Juliette. So, jetzt kommen wir zu den männlichen Akteuren. Dann nebenbei noch mal einen Kaffee trinken. Ich glaube, den Offizier, den sollten wir auf jeden Fall nehmen. Nerd und Spieler. Ersten. Zwei Vorteile, sehr schön. 2. Oh, Ingenieur haben wir noch gar nicht. Okay, nehmen wir den auch hinzu. Dann sind wir bei 3.
Ey, ja, mal zwei sexy People oder was? Ingenieur und Geologe. Botaniker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir haben Botaniker, wir haben Wissenschaftler, wir haben einen Mediziner leider nur. Tja, es ist dann halt so, weil der Rest ist zu negativ behaftet. Geologen haben wir auch. Ne, haben wir zwei, okay. Ingenieure haben wir ein paar. Ja, ich würde sagen, können wir Unity oder die Passagierrakete an Bord bringen, an losschicken. Und vor allen Dingen auch, kann man jetzt Frachtrakete. Oh, die Passagierrakete gehört da mit hinzu. Alles klar. Uiuiui. Beton brauchen wir gar nicht. Oh, Telefon geht gerade. Kurz am Blick bei dem. Ich schmeiße ich mal eben in den Pausenbildschirm. Wieder zurück. So, Beton haben wir. Drohnen. Brauchen wir über Polymer. Maschinenteile. Und elektrische Geräte. Nahrung können wir selbst anbauen, hoffentlich. Metalle finden wir hoffentlich. Ein ferngesteuerter Transporter, genau, der war wichtig. Ferngesteuerter Commander. Ich mache keinen Fehler. Ich hoffe, das ist richtig, was ich hier mache. So, jetzt können wir eigentlich schon mal die Produktion wieder. Moment, produziert er? Der scheint zu produzieren. Hier machen wir mal einen Topf. Ja, okay. Scheint so, als wenn Treibstoff produziert wird. Wieso ist das immer noch? Wir sind voll hier, das ist alles gut. So,
Spieltempo mal ein bisschen erhöht, bis bis die Raketen eintreffen. So, dauert leider ein bisschen. Ach, was mir gerade eingefallen ist, das hatte ich ja eigentlich auch vor, um Ressourcen zu sparen. Warte mal. Beziehungsweise wollte ich das mal ausprobieren. Wenn das nämlich funktioniert, dann... Ah, sieht ganz danach aus, wenn das funktionieren würde. So. Ja. Das werden wir jetzt mal komplett hier abreißen. Läuft es nämlich alles über ein Rohr. Das ist Wasser. So, hier gab es doch auch was zu verbessern. Ja, ich glaube, die Stromleitung war vollkommen unsinnig. Weil nämlich das hier über die Kuppel nämlich laufen lassen können. Hier mich abreißen. Die Taste. Flöpp. Flöpp. Das Kabel. Du reißt ja das Kabel ja nicht weg. Verstehe ich nicht. Ja, ja, ist soweit okay. Ist soweit okay. Das ist schon weg, alles klar, wunderbar. Müssen sie noch hier das Ding hier bauen und schon hat sie die Kuppel wieder Wasser und Sauerstoff. Beziehungsweise Wasser geht mit der überwiegend hier über das Reservoir erschlossen. Da geht es eigentlich hier nicht weiter. Ach, die Maschinenteile fehlen. Wir kommen jetzt aktuell nicht weiter. Ich müsste auch dringend gucken, dass wir dann uns die Ressourcen dann auch selbst produzieren. Alles klar. Können wir da ein bisschen schneller fahren.
Stopp. Nee, Don erscheint nicht. Das scheint augenscheinlich nicht über ein Rohr zu gehen. Das ist der Sauerstoff, den müssen wir eine separate Leitung laufen lassen. Verändert, aber augenscheinlich müssen wir hier auf jeden Fall separate Leitungen laufen lassen. Ja, ich weiß. Aber die Raketen haben die Hälfte des Fluges hinter sich. Diese Ruinen, was? Nee, oder? Ich hätte das gleich vorher abschalten sollen, wa? Bevor ich das Ding hier vom Netz nehme. Scheiße, Mann. Natürlich ärgerlich, gerade wenn man hier ressourcenmäßig knapp dabei ist. Jetzt fehlen die Maschinenteile natürlich. Oh, ist ja super. Ich hoffe mal, dass die Raketen mal ganz schnell jetzt kommen hier. Lassen die Rakete erstmal landen. Die Passagierrakete wird noch auf jeden Fall in der Umlaufbahn verbleiben, bis hier das Ding wieder funktioniert. Den Transporter, den Sektor scanned. Check ich mal auf. Oh, wie wird denn hier schön? Viel Metall. Okay, gar nicht mal so viel. Thank you.
Okay, die läuft wieder, alles klar. So, jetzt checken wir die Passagierrakete. Überdeckt das Vorkommen. Interessiert doch nicht. Warte mal, konnte man hier nicht nach Eigenschaften sortieren? Spezialisierung. Botaniker. Anwenden. Drei brauchen sogar. Guck, ob das funktioniert. Können wir auch wieder anschmeißen? So, da kommt die Rakete mit unseren ersten Kolonisten, den sogenannten Gründern. Research. Full of hope and determination, the first founders have set foot on the red planet. Ah, der Peter, hallo. Übrigens, hättest du Lust, mit mir heute Abend ein bisschen MacBoyer zu spielen? Das fände ich ja richtig doof, wenn das zusammenkäme. Ein neuer Anfang. Voller Hoffnung und Entschlossenheit sind die ersten Gründer auf dem roten Planeten angekommen. Die nächsten 10 Sols stecken voller Schwierigkeiten und Gefahren, aber auch voller großer Versprechen und Möglichkeiten. Es liegt jetzt an uns, zu beweisen, dass der Mars das Tor zu großem Reichtum und zur Zukunft der menschlichen Zivilisation ist. Selbst die epischsten Abenteuer beginnen mit einem einzigen Schritt. Effekt. Die Ankunft zusätzlicher Kolonisten wird vorübergehend angehalten, bis die Kolonie bewiesen hat, dass sie menschliches Leben erhalten kann. Deine Gründerkolonisten müssen 10, ich vermute mal Jahre, überleben, ehe zusätzliche Leute anreisen können. Tipp. Kolonie erhält eine positive Bewertung, wenn vor dem Ende des Zeitraums ein menschliches Kind auf dem Mars geboren wird. Falls du glaubst, dieser Herausforderung gewachsen zu sein, solltest du eine medizinische Einrichtung bauen und den Komfort der Gründer durch Servicegebäude so weit wie möglich erhöhen. Okay. So, da kommen sie. Die Gründer. Ein kleiner Schritt für jeden Einzelnen. Ein sehr großer Schritt für die Menschheit. Forschungslabor. Ein Forschungslabor beschleunigt die Entdeckung neuer Technologien, die Kolonie verbessern und vorbringen. Mach mal gerade auf Pause, hier kommen hier jede Menge Meldungen rein. So, wir haben jetzt noch gute 9 Jahre Zeit. Peter, sehr gerne heute Abend. Also ich jetzt, sage ich mal, streame ich noch ein bisschen, solange meine Frau und Mini-Mi beim Schwimmen sind. Dann mache ich eine Pause und heute Abend würde ich dann einfach, weiß nicht, wie immer, 20.30 Uhr vielleicht oder 21 Uhr mal das Schlachtfeld mit dir betreten wollen. Gründerstadium. Die Gründer sind die ersten Pioniere auf dem roten Planeten und die ersten Bewohner der jungen Kolonie.
Ihre Aufgabe ist es, das Potenzial der Kolonie und die Möglichkeit einer dauerhaften Besiedlung des Mars nachzuweisen. Nachdem die Gründer auf dem Planeten angekommen sind, wird die Kolonie für eine bestimmte Anzahl an Sols bewertet. Es sind keine neuen Kolonisten verfügbar, bis die Kolonie eine positive Bewertung erhält. Eine positive Bewertung erfolgt dann, wenn die Gründer eine bestimmte Anzahl an Sols überleben oder das erste Kind auf dem roten Planeten geboren wird. Da die Anzahl der Gründer durch die Kapazität der Rakete beschränkt ist, solltest du den Übersichtsbefehl der Passagieranzeige der Rakete nutzen, um jeden von ihnen sorgfältig auszuwählen. Das haben wir ja getan. Ich würde sogar sagen, sehr gewissenhaft. Vergiss nicht, die Gebäudepriorität und die Arbeitsplatzverwaltung zu nutzen, um ihre Prioritäten während der ersten Tage auf dem roten Planeten zu verwalten und darauf zu achten, dass alle lebenswichtigen Gebäude besetzt sind. Meilenstein erreicht. Im achten Jahr erster Mensch auf dem Mars. Gut, Ernteausfall ist klar. Da wir, hier gelinde gesagt, die Hydrokulturfarm noch nicht besetzt hatten. Ah, sehr schön. Guck mal. Drei Botaniker sind dabei in der Einschicht, die wir haben. Der Lebensmittelladen. Ingenieur ist in Ordnung. Und ein Geologe. Okay. Beide brauchen wir aktuell nicht. Oh, hier ist alles dabei. Ingenieur. Mediziner ist auch in Ordnung. Offizier, okay. Ja, die Wissenschaftlerin würde ich am liebsten woanders sehen. Mal gucken, ob wir die hier irgendwie rausgeekelt kriegen. Ist okay, Peter. Ich hatte eh heute Abend vor, dann nochmal beim Don kurz reinzuschauen auf dem Channel. Beziehungsweise, weiß nicht, ob ich da vielleicht was zeige, weil ich dann auch am Stream bin. Der hat ja sein Einjähriges auf Twitch. Und ansonsten, also wir können auch gerne auch heute Abend später loslegen. Bin ich auf jeden Fall dabei. Hätte ich auch Bock drauf. Oder ich könnte Battletech bis dahin spielen. Das wäre doch eine Idee. Bin ich dann auch voll im Fluff und im Thema. Wenn wir dann selbst die Max besteigen und los Pressure. Leg fest, welche Arbeitskräfte für dieses Gebäude in Frage kommen. Aber wie mache ich das denn? Ausschalten, Arbeitskräfte. Keine Einschränkungen. Spezialisten ablehnen. Ja. Witzig. Das ist echt witzig. Wie machen wir das denn jetzt? Forschungslabor. Direkt an der Weltraumbar. Halte ich für ein realistisches Szenario. So, hier hätte ich auf jeden Fall gerne Wissenschaftler. Wieso denn Botaniker? Wissenschaftler. Mist, ey, jetzt hat die doch ausgewählt. Ja gut, dann muss ich sie rauskicken, wenn das Gebäude steht. Lassen wir erstmal weiterlaufen. Was ist hier los? Oh.
Problem über Problem. Ist ja das Lebensmittelgeschäft, hat jetzt keine Lebensmittel. Beziehungsweise keine Nahrung. Das ist ja mal nicht ganz so geil. Warte mal gerade eben ganz kurz. Was ist denn... Was hat denn mein Cloudbot denn jetzt gemacht? Peter, hast du versucht, einen Link hier reinzusetzen? Oh, das habe ich nämlich per se untersagt. Hast du denn da alles irgendwie in Großbuchstaben geschrieben? Kann das sein? Ich mach mal derweil hier weiter. Sollte auch gleich wieder hier gehen. Oh oh. Nahrung haben wir keine dabei. Das heißt, jetzt kommt es darauf an, hier schnellstmöglich. Die kam wieder zurück. Den Dienst verrichtet. Läger sind voll. Drohnen sind überlastet. Last hoch 4 von 20. Das heißt, wir bräuchten noch eine Sendeeinheit. Oh, Alter, die stauen mir aber auch schon mächtig zu mittlerweile. Hoch. 10 von 20. 4 von 20. Hier ist die Drohnenlast hoch. Aber ich habe doch hier auch noch diese Kontrolleinheit hier stehen. Funktion aufgetreten. Ach, die wird repariert, alles klar, okay, gut. Drohnen sind überlastet. Sector scanned. Hey, wo fahren die denn hin?
Oh. Oh, vielen Dank, Peter, für den Resub. Bester Mann. Oh, danke schön für die Glückwünsche. In der Tat, bei mir ist auch über ein Jahr. Ich war ja, hab ja ein bisschen früher als Smasher gestartet. Und ich glaube, mein Einjähriges war, glaube ich, als müsste irgendwann im September oder Oktober gewesen sein. Nahrung. Wir stellen die Nahrung an der Rakete ab. Ah, alles klar. Jetzt passt es wunderbar. Hier ist Kuddelmuddel. Ey, wir hatten doch mehr als eine Wissenschaftlerin dabei, oder? Müssten zwei sein. Okay, jetzt passt es. Es müssten hoffentlich auch alle in 2 Arbeitsplätze. Achso, das sind die Schichten. Ja, das werden die Schichten sein. Boah, ist nicht so gut. Ich sollte hier vielleicht noch nochmal irgendein Servicegebäude da hinbauen. Scanne den Himmel um Geld oder Forschungsnähe, das will ich nicht. Kuppelservices, Diner, Weltraumbar. Servicekomfort auf 50. Ich brauche erstmal irgendwas Kleines. Sicherheitsstation, ja, sind wir zu früh für, würde ich sagen, Kunstladen. Servicekomfort 80. Elektronikladen. Ja, wir verbrauchen aber elektronische Teile. Polymer möchte, das sind aber beides noch Güter, die rar sind, die wir also importiert haben von der Erde. Hier so ein Freiluft-Fitness-Areal. Wow. Das nimmt aber hier Plätzchen ein, ey, mein lieber Scholli. Aber direkt nehmen die Wohnblöcke. Ich mache nochmal eben auf Stopp, weil jetzt kommen wir definitiv in den Bereich rein, der im Tutorial nicht mehr abgehandelt worden ist und dementsprechend muss ich mal ganz kurz überlegen, wie das jetzt hier mit unserer Kolonie weitergehen soll.
Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine Art Polymerfabrik. Maschinenteile. Muss ja bei Produktion sein dann. Ja, Polymerfabrik. Für dieses Gebäude brauchst du Fertigbauteile. Nutze eine Nachschubrakete, um weitere Fertigbauten von der Erde zu holen. Oder erforsche die Low-G-Hydrosynthese. Ingenieurswesen. Ingenieurswesen. Ah, okay. Low-G-Hydrosynthese. Das sollte ich auf jeden Fall machen. Wissenschaftler und Botaniker erhalten plus 10 Leistungen, wenn sie in ihrem Ja, das machen wir zuerst. Live vom Mars. Der Scheibenbewerber. Okay, sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir da Probleme kriegen sollten. Automatisierte Sensoren. Sensortürme brauchen keinen Strom mehr und müssen nicht mehr gewartet werden. Ach. Okay, das ist cool. Drohnenschwarm, Drohnenhubs werden mit 2 Drohnen aufgebaut. Ja, wir sind ja jetzt schon am Limit. Stilllegungsprotokoll ermöglicht die Räumung von ausgeschlachteten und zerstörten Gebäuden. Haben wir Gott sei Dank noch nicht. Dann Low-G-Hydrosynthese. Schließen. Okay, das heißt, Polymerfabrik können wir derzeit nicht bauen. Metallextraktor, Edelmetallextraktor. Naja, wir können langsam weiterlaufen lassen. Was ist das? Juliette August, ausgebildete Medizinerin, die auf dem roten Planeten vor neuen Herausforderungen steht. Erholt sich in Wohnanlage. Eigenschaften, Vielfraß, Gründer, Promi. Wieso kann ich die jetzt ausbilden? Was soll das? Kolonisten verfügen über mehrere Grundwerte. Du kannst den Zustand jedes Kolonisten in seiner Infotafel überprüfen. Damit es deinen Kolonisten gut geht, musst du sie mit Wasser, Sauerstoff und Nahrung versorgen und ihnen den Zugang zu funktionierenden Servicegebäuden ermöglichen. Ja, okay. Sieht doch alles ganz gut aus. Servicegebäude wurden geschlossen. Ich weiß nicht, welches Servicegebäude hier angeblich geschlossen sein soll. Ah, nächste Drohne, die im Arsch ist. Oder? Inaktiv. Hat er schon unten die Sachen abgebaut?
ist auch nicht mehr so viel Platz. Lager, hier, Depot für spezielle Ressourcen und ich würde sagen, wir hätten gerne einen. Sector scanned. Select a sector to scan. Haben wir jetzt schon alle hier? Okay, wird alle abgescannt. Milestone achieved. Meilenstein erreicht. Im 9. Jahr haben wir die erste Nahrung produziert. Die Drohnen sind wieder überlastet. Das ist doch Käse, ey. Kann doch eigentlich gar nicht, passt gar nicht sein. 10 von 20. 4 von 20.